Alles dann, willkommen beim Media Groove. Und wie ihr ja schon seht, wo sitze ich? Am berühmten roten Stuhl. Heiße alle herzlich willkommen und wünsche euch überdurchschnittlichen schönen Spaß. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Media Groove. Wir machen heute einen Ausflug in die Austropop-Szene und haben eine wirklich große Legende auf dem roten Stuhl sitzen, er lacht bereits. Herzlich willkommen und eine Riesenfreude, Uli Bär. Hallo, servus. Servus, Uli. Uli, ich habe es ja schon gesagt, du bist ja quasi eine lebende Legende, kann man fast sagen, und hast ja im Austropop wirklich fast alles gespielt und mitgespielt, was einem so einfällt. Gibt es irgendwie so ein Geheimnis, dessen du dir bewusst bist, warum du so vielseitig gebucht wirst und wurdest in der Vergangenheit? Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund, weil ich einfach gern spiele. Das ist mein Beruf, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ich habe nicht einmal eine fundierte Ausbildung, wenn man es so nennen darf. Ich bin Autodidakt. Ich habe angefangen, so mit 13, 14 Jahren im Internat habe ich angefangen, richtig angefangen, Gitarre zu spielen, aber ich habe auch noch ein Jahr Gitarrenunterricht gehabt, das hat mir dann nicht so taugt, was mir da vermittelt wurde. Richtig angefangen habe ich eigentlich schon viel früher, weil ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, als Bub habe ich das ganze Kochschema aufgebaut gehabt. Mhm. Das heißt, ich wollte eigentlich anfänglich wahrscheinlich Schlagzeuger werden. Was ich auch zwischendurch war, ich habe ja so im Internat, wo ich war in Karlsburg, wo ich auch maturiert habe im 73er Jahr, habe ich so ziemlich alle Positionen gespielt, wenn irgendwo, und da gab es ja sehr viele Bands. Mhm. Und wenn irgendwo Job frei war, gesagt, das spiele ich auch, wenn ich das gar nicht kennen habe. Okay. Aber das ist dann ziemlich schnell gegangen. Ich habe mir lustigerweise, das war, glaube ich, da war ich so 13, habe ich mir von meinen Eltern eine Bassgitarre gewünscht. Eigentlich habe ich mir keine Bass. Ich habe mir eine elektrische Gitarre gewünscht. Und meine Eltern, ahnungslos, wie es damals war, sind in ein Geschäft gegangen und haben wahrscheinlich geglaubt, weil nur vier Seiten drauf sind, ist billiger, und haben mal Bassgitarre geschrieben. Was aber ein guter Plan war, weil ich habe fast in allen Bands gespielt, weil keiner wollte damals Bassgitarre spielen. Okay. Alle wollten das Schwarzen. Mhm. Und so habe ich damals also eigentlich als Bassist angefangen, was lustigerweise jetzt bis vor 3 Jahren habe ich da wieder zurückgefunden, weil mit der Chris Bauer von Sechstiger und wir sind so ins Gespräch gekommen und er hat gemeint, er braucht einen Bassisten, sag ich. Sofort spontan habe ich gesagt, hörst, ja, wenn du mich brauchst, ist der geil. Mhm. Ich habe ja so Anfang der 80er Jahre, habe ich ja selber als Solist reüssiert, ja. Kann man sagen. Ich hatte Hitte, wie immer sage ich, waren ja doch ein paar dabei. Ich habe so Ende der 80er Jahre ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich irgendwie drauf gekommen bin, ich bin eigentlich da nicht so der Frontman, die Rampensau, so wie man es eigentlich sein sollte, so ein Alpha-Tier. Und habe dann in der Folge im 94er Jahr Kontakt zum Georg Danzer bekommen, durch den Blackie Schwarz, einen Manager, der mich damals zuerst einmal zu einer Session eingeladen hat für die Produktion der Aufnahme, wo ich mit Georg ein Duett gesungen habe. Leben nur Leben heißt, das ist eine Coverversion von Vita, das ist eine italienische Nummer, die der Blackie Schwarz übersetzt hat. Mhm. Und in der Folge hat mich der Blackie damals halt gefragt, ob ich Lust hätte, in die Georg Danzer, also die Georg Danzer Band aufzustellen. Und so hat das eigentlich dann damals angefangen, dass ich sukzessive mehr in den Hintergrund getreten bin. Wobei es nicht so als Hintergrund ist. Das war für mich und wird für mich immer eine sehr dankbare Position sein, die Leute mit meiner Kreativität und mit meinem Musizieren zu supporten, also zu unterstützen. Ja, es hat jetzt im Laufe der letzten Jahre dann, gerade durch dieses Sozialnetzwerk, das Facebook, habe ich unheimlich viele Leute kennengelernt. Und da haben sich schöne, leibende Kontakte ergeben. Und weil ich eben gern spiele in diversesten Formationen. Ich bin also gerade, wie ich da hergefahren bin mit der U-Bahn, habe ich mir ja gedacht, du wirst mich sicherlich fragen, wo ich jetzt überall mitspiele. Das ist, ob ich da jetzt wirklich dann alle aufzählen kann, weiß ich gar nicht. Okay. Aber es ist wirklich, ich habe natürlich, mein eigenes Projekt ist jetzt schon seit 1992, gibt es die Band, die heißt Boys from Hanoi, weil ich bin aus Hanoi. Ja. Die gibt es nach wie vor, wir spielen aber nicht sehr oft, weil jeder von den Burschen, inklusive mir, mit Arsch auf so viel Kilo daheim ist, dass es sehr oft gar nicht ausgeht, dass wir uns immer Termine eben dann suchen können oder müssen, wo wir wirklich alle Viere kennen.
So wie seit ein paar Jahren, also seit über zwei Jahren, gibt es jetzt ein ganz neues Projekt, das heißt Wir Vier. Okay, wir auch wieder, ne? Das ist auch so quasi, ich sage immer, Veteranentreffen. Ja. Weil mit Stampfer Harry habe ich bei Austria 3 gespielt und der ja. Stampfer Harry ist ja Haus- und Hofzeiger beim Wolfgang Ambros. Ja. Bei Wir Vier ist auch der Gary Lux dabei, der ist ja jetzt schon fast 30 Jahre zu meinen Freunden und einem meiner besten Kumpels gehört. Es spielt der Harry Fennig, der Bruder vom Reinhard, am Bass. Ja, und das ist auch ganz sicher ganz eine leibende Truppe. Weil das ist natürlich schon immer schön, wenn die Chemie innerhalb von einer Band stimmt, weil dann alles so ziemlich im Blindflug passiert. Ja. Wir proben nicht viel, wir sagen das und das spielen wir, man macht so zwischendurch Verständigungsproben. Aber um deine Frage wirklich zu beantworten, weil ich gern spiele und weil ich wahrscheinlich auch da nicht so schlecht spiele, gibt es für mich immer viele Möglichkeiten mit vielen Acts, mit vielen Leuten in diversesten Formationen. Es fängt in Duo-Formation an und geht bis zur 6-7-Mann-Kapelle, habe ich die Möglichkeit zu spielen und ich genieße das. Und ich sage immer, solange ich auf meine zwei Schläge stehen kann und meine Astel funktionieren, werde ich spielen. Darum habe ich auch fast kein Problem. Es tut natürlich schon weh, dass jetzt schon fast seit über 20 Jahren die österreichische Szene wirklich torpediert wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern, weil sonst ja, weil sie uns einfach nicht spielen. Okay. Mit diversesten Ausreden und Argumenten, wo man so die Zechennägel aufklappt, da fällt mir wirklich nicht mehr vor. Ja, ja. So, jetzt bist du wieder du am Ball. Ich habe keine Sprechbälle gefressen. Aber wenn du mich schon fragst, ich hole ihn mir dann gern sehr weiter aus. Ja, völlig in Ordnung. Weil du den Austropop gerade ansprichst, oder die Zeiten, wo die Medien jetzt immer mehr boykottieren, hast du das Gefühl, dass es den Austropop, so wie man ihn von früher kennt, noch gibt in der Art und Weise? Na klar gibt es ja. Das ist ja das, wo sie diverse Leute eben von diversen Rundfunkstationen und anderen elektronischen Medien in Sack einreden, weil sie uns einreden wollen, dass die Leute kein Bedürfnis haben, österreichische Musik zu hören. Ich weiß nicht, wo sie den Schmarrn hernehmen. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Wenn du bedenkst, wir waren 1998, also 97 ist Austria 3 gegründet worden, und wir waren im Sommer 1998 in den Longplay-Charts, waren wir 4 Wochen lang Nummer 1 und Nummer 2. Und dann so irgendein Hallerwachel zu mir herkommen und zu sagen, die Leute haben kein Bedürfnis, österreichische Musik hören zu wollen. Der Begriff Austropop, ja, es ist also ein Schubladenbegriff, wo man halt sagt, da ist man dankbar darüber, dass man die Musik als solches bezeichnen kann. Ja. Aber es ist, die österreichische Szene ist nach wie vor, sie lebt, sie tut sich schwer. Das war so. Es gibt viele Kollegen und ich bin jetzt doch schon im 59. Lebensjahr, es gibt etliche Kollegen in meinem Alter, die froh sein müssen, weil sie halt den Fensterkit fressen müssen, weil sie einfach nicht genug Arbeit haben, wo jeder wirklich ums Überleben rafft. Und das ist einfach, ich finde das schade. Ich finde es auf der anderen Seite wieder bewundernswert, weil ich ja doch mich sehr viel umhöre und sehr viel Kontakt mit Kollegen habe, mit jüngeren Kollegen habe. Ich finde es sehr schön, dass es trotzdem nach wie vor eine österreichische Szene gibt, dass es junge Bands gibt, junge Interpreten, junge Komponisten, junge Sänger, die das Bedürfnis haben, dass irgendwo den Fuß in die Tür reinkriegen, und das wird natürlich immer schwerer. Ich meine, nicht, dass wir es so einfach gehabt haben damals, aber man hat uns halt, man ist uns damals schon mit mehr Respekt entgegengekommen. Mhm. Und das ist das, was ich verlange, das steht uns verdammt noch mal rangmäßig zu, dass man uns respektiert, dass man Leute, die Lieder schreiben, die sich auf die Bühne stellen, die singen, tanzen, die einfach Musik machen, die einen österreichischen Ursprung haben, dass man die respektiert, als solche wahrnimmt und nicht permanent die österreichische Szene totredet, weil sie das nicht ist, sie lebt. Ja. Verdammt nochmal, ja, wenn es manche Leute nicht mitkriegen wollen, weil die wollen das einfach nicht. Das sind so selbstprofilierungssüchtige Selbstdarsteller, wo man speiben kann, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Ganze ist natürlich ein Teufelskreis, wenn man von den Medien nicht gespielt wird, dann kommt auch keine Plattenfirma auf dich zu und sagt, ich mache Produktion mit dir, dann ist auch kein Geld vorhanden für Österreich, das ist halt ein Teufelskreis. Ja, der Teufelskreis, aber es gibt nach wie vor, Gott sei Dank, auch Nachwuchskünstler und Interpreten, die sehr wohl aus diesem Teufelskreis ausbrechen, und das finde ich gut, und solange es Leute gibt, die so viel Selbstinitiative haben, und sich selber trauen, in das kalte Wasser reinzuspringen, und das ist tief, das wird immer tiefer. Da ziehe ich meinen Hut, ich habe meinen allertiefsten Respekt, meine allertiefste Demut. Ich habe jetzt einen ehemaliger Schüler von mir, den habe ich vor ein paar Tagen getroffen, erzählt mir, die haben jetzt dann einen Deal mit einer Major Company an Land gezogen mit 10.000 Euro, was eigentlich eher Witz ist für eine Produktion. Mhm. Aber das finde ich schon leibend. Und man sieht an solchen Tatsachen, dass es nach wie vor eine Szene gibt, dass die Szene lebt,
Und das ist mir, und ich lasse mich sicherlich nicht da drin, weil das ist auch Sauerei. Ja. Uli, hast du dann durch diese ganze Verschlechterung der Gesamtsituation auch wirklich einmal so Durchhänger gehabt, wo du gesagt hast, jetzt hau ich den Hut drauf und interessiert das alles nicht mehr? Oder ist das hat ja jeder. Das hast du, glaube ich, in jedem Beruf. Natürlich in einem kreativen Beruf, so wie meiner, hast du schon manchmal so Up and Downs, also so Durchhänger. Es gab schon so Momente, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Das ist, was bei mir natürlich schwer ist, weil in dem Sinne die einzige wirklich fundierte Ausbildung, die ich habe, ist die Matura. Und ich habe 73 maturiert. Also, ich habe vor kurzem, im April, haben wir unser 40-jähriges Matura-Jubiläum gefeiert. Und alle 18, wir waren damals 18, die maturiert haben, es waren 17, da habe ich einer war krank. Alle leben noch, was mich unheimlich gefreut. Mhm. Alle haben ganz andere Berufe wie ich. Also ich bin der Einzige, der eigentlich bei der Musik gelandet ist, weil die meisten meiner Schulkollegen sind entweder Ärzte, Anwälte oder sonstiges geworden. Also, weil ich war in Karlsburg, das war damals, also ist glaube ich heute noch ein Elite-Internat. Meine Eltern haben gesagt, sie müssen mich da reinstecken, dass es mir was Besonderes wird. Wie dann? Ich hab zwei oder drei Semester Jus studiert und bin dann übersiedelt auf die Publizistik. Habe aber nichts fertig gemacht. Ich war so ein richtiger Bummelstudent, das gebe ich schon zu. Ich habe aber lustigerweise am Publizistikinstitut damals auch ein paar Typen kennengelernt, die waren aus Baden, wo ich dann wirklich angefangen habe, wirklich Musik zu machen. Weil das, alles, was ich vorher gemacht habe, war wirklich reiner Amateur. Das war ein Amateur-Dasein. Ja, gut, so beginnt jeder irgendwo. Ja, sicher muss ja jeder anfangen. Ja. Ich habe dann teilweise Tanzmusik gespielt, was man fürs Lernen, das Handwerk zu lernen, manchmal gar nicht so schlecht. Das ist aber Knochenarbeit, weil ich das manchmal jetzt so zwei, drei Mal im Jahr springe als Substitut bei einer Tanzkapelle ein. Und das sind schon die Knochenjobs, weil da fängst du, was weiß ich, um 8, halb 9 Jahre und um 5 in der Früh boxt an. Ja, und das ist natürlich in meinem Alter irgendwann einmal, sagt der Körper, bis hierher und nicht weiter. Aber wie gesagt, solange ich auf der Bühne stehen kann und mein Körper funktioniert und das macht, was ich will, werde ich mein Lebetag auch nie in Pension kommen. Es gibt ja genug Leute, die in meinem Alter sind, die kratzen schon wie die Trauer aus der Startbox und warten, dass in die Pension reingehen können. Ja. Erstens einmal kriege ich die ihren Scheißdreck auszahlen. Und abgesehen davon, mir macht mein Beruf Spaß. Und das ist ja das Schöne daran, dass ich von Anfang an eigentlich quasi mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe, von dem leben kann. Was Schönes kann dem Leben ja gar nicht passieren. Ja, stimmt. Gehörst du eigentlich zu denen, weil du hast auch schon zwei, dreimal die Eltern angesprochen, gehörst du zu denen, die eher dann am Anfang gesagt haben, lern was gescheit? Oder haben die das eigentlich von Anfang an unterstützt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Meine Mutter lebt inzwischen nicht mehr, weil ich bin ein Migrantenkind, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Weil meine Oma und meine Mama sind in die 50er Jahre aus Graz nach Wien emigriert und ich bin 55 dann in Wien zur Welt gekommen. Okay. Die haben das natürlich sicherlich anders geplant gehabt, sonst hätten sie mich auch nicht in diese Wahnsinnsschule reingesteckt. Und habe natürlich erwartet, dass ich jetzt ja was Gescheites lerne. Darum habe ich halt am Anfang immer gedacht, gut, jetzt gehe ich halt mal auf die Universität und schauen wir mal um. Habe mit Jus angefangen, was ein absoluter Schwachsinn war, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, da habe ich überhaupt nichts verloren, weil ich mit dem Stuff überhaupt nichts anfangen habe können. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann probierst du es halt mit Publizistik, wie ich schon zuerst erwähnt habe. Das war irgendwie ein witziges Studium, weil es relativ einfach war, da hast du schnell deine Scheine gemacht, deine Zeugnisse gekriegt. Aber irgendwie hat es mir auch nicht sehr viel rausgerissen. Mhm. Und ich war damals habe ja Glück gehabt, dass ich da ein paar Bärchen kennengelernt habe, die in Baden so eine Band gehabt haben. Plain Facts, ich weiß nicht, haben die geheißen. Ich weiß noch gar nicht, einer, glaube ich, lebt nicht mehr. Und wir haben damals, aus der Band hat sich eine Folk-Band, also war so ein Trio ergeben, mit dem haben wir beim Bandwettbewerb mitgemacht in den 70er Jahren, es muss 75 gewesen sein, 76, den wir gewonnen haben. Und da habe ich damals gewonnen, also wir haben gewonnen, 10 Stunden Aufnahmezeit in einem Soundstudio beim René Reitz, der damals für mich der war damals neben Peter Müller einer der führenden Produzenten in Wien. René Reitz hat eine der legendärsten Kapellen von Wien produziert, Gypsy Love, oder dabei war der Kurt Hornstein, wo der Karl Ratzer dabei war, Wahnsinn. Der Janus Dolker dabei war, der Richard Schönherz, also der Peter Wolf, der ja dann Jahrzehnte später nach Amerika emigriert ist und dort zu einem der Top-Produzenten ist. Und ich habe damals beim René Reitz diese 10 Stunden Studiozeit gewonnen und haben wir halt aufgenommen. Und er hat mich dann irgendwann auf Zeiten genommen, nach der Aufnahme, und hat während ein Gespräch so ausklingen lassen, er kann sich vorstellen, dass er mit mir was macht, die Band braucht er nicht.
Worauf ich gesagt habe zur Band, wisst ihr was, Burschen, ich müsste jetzt einmal ohne mich auskommen, ich steige aus, ich fange jetzt einmal da an. Und das, so hat das Ganze eigentlich dann angefangen. Ende der 70er Jahre, ja. 1980, glaube ich, muss es gewesen sein. Es gab zwar vorher schon ein paar Veröffentlichungen von Singles, die zwar Turntable-Hits in dem Sinne, also Turntables, die auf und abgespielt worden sind, aber keiner hat es gekauft. Bis ich die damalige Plattenfirma, eine Plattenfirma, die Musiker, die es damals noch gegeben hat, so lange bekniet habe, gesagt, weil wir etliche Aufnahmen gemacht haben. Und wir haben ihnen den Durst schon angeboten gehabt und haben gesagt, das kann man nicht veröffentlichen, das wollen die Leute sicher nicht hören. Da habe ich gesagt, bitte veröffentlicht es doch endlich das. Die Platten ist rausgekommen und war mein erster Nummer 1 wieder. Und da ist voll, einer gecrashed. Und die, ja, und dann ist es auch gegangen. Das war der Zeitpunkt, wo die Eltern zum ersten Mal sich gedacht haben, eigentlich scheint es doch zu funktionieren, oder? Ja, aber ich glaube, meine Mutter, sie lebte leider nicht mehr. Sie war natürlich dann doch nach einer Zeit sicherlich stolz auf mich. Aber für sie war das alles immer sehr dubios, diese Rockmusiker-Geschichte. Mhm. Ja, das ja mit sehr vielen Klischees behaftet ist. Ja, es geht uns halt ein bisschen anders zu, als wenn du in einer Anwaltskanzlei sitzt. Aber die haben es genauso eine, so alle anderen. Also da habe ich gar keine Angst. Uli, wie ist denn das, wenn man jetzt echt einmal einen richtigen Hit gehabt hat? Und irgendwo jetzt, gut, dann kommt die Zeit, die Medien, Austropop wird nicht mehr gespielt. Ist das für einen selber problematisch, wenn man mal, sag ich mal, wirklich in den Genuss der Hitparaden gekommen ist? Das ist für jeden, es ist für jeden Künstler. Für jeden Beruf ist es, glaube ich, wenn du immer Up and Downs hast und du kommst auf einmal in eine Phase rein, wo es nimmer mehr so rennt, wo sich diese Erfolge nicht mehr einstellen, weil Erfolg ist nicht selbstverständlich, das muss man sich auch kämpfen. Man braucht natürlich dieses gewisse Quäntchen Glück auch dazu, das habe ich gehabt, das gebe ich gerne zu. Aber es gab natürlich auch Phasen, so speziell 84, 85, da habe ich auch die Plattenfirma gewechselt, habe auch die Produzenten gewechselt und das ist irgendwie nicht ganz aufgegangen. Aber lustigerweise ist damals im 85er Jahr, das hat der Wolfgang Ambros und der Peter Kohl haben produziert, alle Lichter, das im Endeffekt nicht aufgegangen ist. Aber heute kennt es auch jeder. Heute zählt dieses Lied, wage ich zu behaupten, zu einem der Austropop-Klassiker. Und ich bin stolz darauf, dass ich es geschrieben habe. Ich bin stolz noch immer, wenn ich es heute spielen darf und die Leute freuen sich drauf. Und die merken, die Leute kennen es und die kippen drauf rein. Und damals das Lied ist, glaube ich, zum falschen Zeitpunkt rausgekommen. Und ich habe damals wirklich einen Durchhänger gehabt und habe eine Zeit lang nicht mehr sehr viel gemacht. Ich habe dann sehr viele Jahre überhaupt keine Platten mehr produziert. Es kam dann eh schon sukzessive die Zeit, eh schon Ende der 80er hat es dann angefangen, wo es auf einmal geheißen hat, wir hätten auf einmal in dem Format Ö3 keinen Platz mehr. Aus welchen Gründen und mit welchen Argumenten auch immer, ist für mich ja sowieso nicht nachvollziehbar. Ich bedanke mich immer noch ganz herzlich bei den wesentlichen Herren, zum Beispiel bei einem Herrn wie dem Bogdan Roschitz, der behauptet hat, er fühlt sich nicht zuständig, die Pensionen österreichischer Interpreten, Künstler und sonstiger Leute zu finanzieren. Er war sehr wohl bereit, damals dreistellige Millionenbeträge ins Ausland zu schicken. Okay. Das ist ja, darf man vergessen, ein immenser wirtschaftlicher Schaden, wobei natürlich andere Branchen auch darunter gelitten haben, wie Musikalienhändler. Weil klar, wenn keine Verkäufe da sind, kein Airplay da ist, was musst du von den Riffern, dann leidet jedes, die ganzen Tonstudios krachen alle, weil natürlich keiner mehr ins Studio geht, weil für was soll ich heute Platten aufnehmen, wenn es eh keiner kauft. Ja. Und die Veranstalter buchen die auch immer, weil sie das ist ein immenser, das galoppiert ja dann weiter, das ist ein immenser Schaden, der da angerichtet worden ist. Ja. Und dessen sind sich die Leute nicht bewusst, ganz im Gegenteil, das ist ja noch wurscht. Okay. Aber ich schimpfe viel zu oft drüber, aber ich halte trotzdem, mein Goschen nie halten, was das betrifft. Ja, sehr gut. Also das heißt, nach dem Durchstehen, ihr habt ja schon versucht, zumindest irgendwas nachzuschieben, was so. Es gab da noch vorne, ich habe ja gehabt, Janis Marl, das war die Coverversion von Okay the Woman von Roy Orbison, das war gesmashed, genau. Das war verkauft, das war okay, danke. Es gab etliche Hits, die ich gehabt habe, mach die Uhren auf, wo ich meine einzige richtige goldene Schallplatte von damals noch gekriegt haben. Da hast du aber damals, und das musst du dir vorstellen, du hast eine goldene gekriegt für 50.000 verkaufte Singles. Jetzt schmeißt du für 25.000 Longplayer Platin nach, weil sie froh sind, dass sie überhaupt so viele Stickel irgendwann einmal verkaufen können. An der Zahl sieht man, wie na klar, Funktionen verschoben haben. Natürlich hat das mit dem, jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wie das Internet also immer mehr aufgekommen ist,
und das, die Tradition des Downloadens immer mehr überhand nimmt, ist natürlich klar, dass die Tonträgerverkäufe immer mehr zugehen, aber das weltweit. Also das ist nicht in Österreich so, das ist weltweit so. Also die großen Major Companies krochen alle und sind froh, wenn sie es über Wasser holen. Wahrscheinlich auch mit dem Internet zu tun jetzt. Ne? Darum bin ich auch glücklich, dass ich in der Lage bin, live zu spielen. Darum muss ich ehrlich sagen, ich scheiße schon langsam drauf, um zu spielen. Oder Leute im Rundfunk. Na klar, freue ich mich darüber, wenn ich ein bisschen ein Körperl gehört pro Jahr einer kriege über die AKM, über die Astromechaner, über die LSG. Aber im Endeffekt, was viel wichtiger ist, und da sind wir jetzt schon wieder bei einem Punkt, diese ganzen Formate, also Castingshows zum Beispiel, das finde ich, wird immer problematischer, weil wenn man sich anschaut, wie die Leute, die halt dort auf einmal hochgejubelt werden und quasi die Sieger sind, nach kürzester Zeit wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden, ist das für mich, das ist fast menschenunwürdig und ich tue mir wirklich leid. Solche jungen Leute tun mir leid, weil sie einfach, ihnen wird irgendwas vorgemacht, was dann im Endeffekt gar nicht stattfindet. Mhm. Das ist eine unheimliche Euphorie da, die dann, die fallen einfach in ein tiefes Loch ein und wenn du natürlich nicht das Rüstzeug hast, um dort zu überleben, zu bestehen, dann bist du ein armes Armutsgeld. Die notwendige Erfahrung natürlich auch. Ja klar, weil du musst ja, ich gehe jetzt quasi schon fast 35 Jahre in die Hocken. Und ich war am Anfang, ich werde nicht vergessen, wie die ersten Male, wie man wirklich wie beim René Reiß zum Produzieren angefangen habe, ich mit der Tatsache konfrontiert wurde, wie wenig ich eigentlich kann, ich habe nichts kennen. Ich bin dem René Reiß heute noch dankbar, der hat mir durch die Knochenmühle geschickt. Und der hat mir so viel beigebracht, ich habe so viel bei ihm gelernt, dass ich eben heute in der Lage bin, zu überleben, zu überstehen und auch auf einer Bühne zu bestehen. Weil es gibt halt ja sehr viele Leute, die glauben, sie stellen sich auf und reißen der Welt einen Achsen aus und wundern sich dann nachher, wenn nichts weitergeht. Das ist einfach, das bedarf schon einer langen Knochenvorarbeit, damit du mal wirklich das Rüstwerkzeug hast, um in irgendeiner Art und Weise auf einer Bühne zu bestehen. Ob du jetzt Sänger bist oder Instrumentalist bist oder was auch immer. Es fängt damit an, dass man lernen muss, miteinander zu musizieren, man nicht gegeneinander zu musizieren, sondern dass man versucht, jeder auf den anderen zu hören. Ich habe also im Laufe der Jahre auch sehr viele Workshops gemacht, wo ich versucht habe, jungen Leuten auf schnelle Weise, wie man meistens so 4-5 Tage Zeit hat in so einem Workshop, ihnen beizubringen, was wichtig ist, wenn man eine Band gründet und wenn man versucht, miteinander Songmaterial zu erarbeiten. Da haben wir im Zuge dieser Workshops haben wir immer in 4-5 Tagen ein Material von 3-4 Liedern uns erarbeitet, wo ich aber dann auch mitgespielt habe, um ihnen zu zeigen, wie es wirklich geht. Wobei, wer weiß, ob es wirklich weiß. Aber dadurch, dass ich doch in sehr vielen Formationen, ich habe mit dem Georg Danzer über 14 Jahre gespielt, ich habe bei Austria 3, habe ich 9 Jahre gespielt, ich war also bei Austria 3 eigentlich der einzige Musiker, der von Anfang bis zum Schluss dabei war. Weil da gesagt, ich war kein Böllmeister, ich sage immer kein Böllmeister, weil mir gefällt der Austria sehr cool. Es gab da immer so Rochaden, die ich manchmal gar nicht nachvollziehen konnte, was da, und die haben mich auch nicht darum gekümmert, für mich war es wichtig und meine Aufgabe war ja, dass ich die Band, die jeweilige so in der Konstellation, wie es beieinander war, so hinbirge und dass man so proben, dass die drei Protagonisten, oder wie wir damals immer gesagt haben, die drei Elvisse, der Free Elvis, guter Vergleich, coming into the building, dass die, wenn die dann auch zu den Proben dazu gestoßen sind, schon mit einer kompakten Partie konfrontiert waren, wo man wirklich dann nur mehr an kleine Details herumfeilen musste. Ja. Und das hat einfach, das war, kann ich sagen, die 14 Jahre mit Georg und die 9 Jahre mit Austria 3, das war meine schönste Zeit im Leben. Ich meine nicht, dass ich die Zeit jetzt missen möchte, aber das sind halt, diese Zeit ist schon mit unheimlich schönen Erinnerungen verbunden und das sind halt Sachen, die, wo ich froh bin und wo ich stolz bin, dass ich da dabei sein habe dürfen. Mhm. Das war schon ein wunderbares Projekt, Austria 3 sowieso, aber darüber hinaus, weil dass der Georg ja leider jetzt vor 6 Jahren verstorben ist, war für mich schon ein immenser Verlust und der fällt mir heute noch. Mhm. Wie war denn das bei Austria 3, weil du hast so ein bisschen angedeutet, wenn die zu den Proben kommen und das schon alles passt und so, ist das schon so ein gewisses Druckverhältnis, dass man, die kommen dann und dann soll alles funktionieren, weil womöglich keine Zeit oder keine Geduld dazu haben? Nein, das ging ganz einfach. Ich habe es also wirklich
für mich bin ich den einfachsten Weg gegangen. Ich bin zu jedem, ich bin zum Georg, ich bin zum Rainer, ich bin zum Wolfgang, zu jedem Einzelnen hin, weil ja schon von vornherein einmal abgeklärt werden musste, was für Songmaterial wir spielen, was wir jetzt von wem spielen. Hab dann auch dem jeweiligen, sei es jetzt der Wolfgang, der Rainer oder der Georg gewesen, jedem gefragt, was er sich aber bestimmte Vorstellungen, bestimmte Wünsche hat. Aber sonst habe ich in dem Sinn freie Hand gehabt. Abgesehen davon war mir immer wurscht, ob das jetzt von 1997 bis 2006, wir haben, glaube ich, am 24. Juli war das letzte Konzert in Altersried in Deutschland, habe ich immer mit leibenden Musikern zusammenarbeiten können, wo jeder den Job ernst genommen hat, wo man wirklich schön miteinander arbeiten konnte und wo es im Endeffekt, ja, die sind zur Probe gekommen und wir haben angefangen zum Spielen und das war wie selbstverständlich. Mhm. Bedarf natürlich einer immensen Vorbereitungsarbeit, weil natürlich, eben darum bin ich ja immer zu jedem Einzelnen nochmal vorher mal hingegangen, bevor wir überhaupt zu Proben angefangen haben und haben eben zu fragen, was sie sich vorstellen, was speziell haben möchten und das habe ich dann versucht einfach mit der Band umzusetzen. Okay. Und das ist uns immer gelungen, also wenn man bedenkt. Und das sind halt so Memories, die ich nie vergessen werde. Wir haben gespielt am Donauinselfest am 27. Juni 1998 vor fast 300.000 Leuten, das muss dann nicht geschafft haben. Ja, ich habe aber auch gespielt mit meiner Band in Krems im Staatsfest vor 4 Leuten. Ja. Also das sind so die Extreme, aber das kann ich mir auch erinnern. Und ich habe, ja, es ist witzig und wenn ich spiele auch heute noch, wenn ich im Casablanca spiele, dann sind manchmal 100, 150, weil es sind nur 80 Leute da, aber das ist mir, ich sage immer, bevor ich daheim sitze und mit den Zellen spiele, spiele ich in einem Club mit einem Spätzl oder mit einer Sängerin, mit der es mir Spaß macht, weil man, wie ganz am Anfang schon erwähnt, weil man spielen einfach Spaß macht, weil das mein Leben ist. Ja, das war das Schlimmste, vor dem habe ich die größte Angst, dass man mal die Gesundheit einen Streich spielt und die haben wir auf einmal nicht mehr kann. Ja. Ich will es ja nicht verschreien, aber irgendwann einmal, der Rest an jeden, aber... Aber es gibt was. Wie nicht so schnell. Aber es gibt Schöneres als nach fast, kann man sagen, 4 Jahrzehnten des Berufes ausüben. Du sagst ja ganz gern Hocken dazu. Nicht wie Hocken, klar. Fühlt sich es manchmal eigentlich wie ein Hocken an? Weil ich sage einmal, Beruf der Hocken ist ja eigentlich normalerweise eher bei den Leuten negativ behaftet, weil jetzt muss ich nicht. Nein, das darf man nicht negativ sehen. Ist natürlich, ich würde es, wenn man schon vom Beruf sprechen würde, es bei mir eher als Berufung sehen, weil natürlich, ich Gott sei Dank. Ich habe es sehr spät eigentlich angefangen. Ich meine, Musik habe ich schon als Halbwegsiger gemacht, aber halt so Larifari, nicht so richtig ernsthaft, weil ich damals noch nicht wirklich ahnen konnte, dass ich wirklich Musik das sein wird, was ich als meine Berufung sehe, was ich dann auch wirklich mache. Hocken ist für mich nicht mit negativ behaftet. Hocken sage ich einfach so, weil ich gern so rede, wie man der Schnabe gewachsen ist. Das ist einfach so. Und wenn mir ja auch nicht versteht, also ich meine mit der Hockenberuf und ich finde das wunderschön, aber ich habe sie ja von Anfang an gesagt, ich spiele so gerne und es gibt schon schönere Sachen, aber die haben wir jetzt da nichts verloren. Olli, kannst du sagen was? Was ich extrem schön finde, ist, dass dadurch, dass du diese Frontmann-Position schon mal gehabt hast und dann bei Austria 3, man nennt es ja gerne Sideman, und wenn man in dieses Frontmann mit eigenen Hits schon mal reingeschnuppert hat und dann, sage ich mal, zum Sideman sich verändert, glaube ich, können viele Musiker-Egos vielleicht gar nicht so damit umgehen. Aber bei dir klingt das sehr homogen, also dass du dich sowohl in dieser als in der anderen Position sehr wohl fühlst. Das finde ich super eigentlich. Also ich gar nicht so dieses... Ja, das ist ja für mich das Wichtige. Das sollten auch viele Musiker immer doch beherzigen. Dass wenn man miteinander, also man ist jetzt Solist, der sich wirklich ganz allein mit der Wandergitarre hinstellt und versucht seine eigenen Lieder zu interpretieren, aber in dem Moment, wo du mit einer Band spielst, ist das wie ein Team, das ist wie beim Fußball. Du hast nichts davon, wenn du viele gute Einzeltypen jetzt zusammenschweißen sagst und dann als selbstverständlich annimmst, dass das jetzt total funktioniert, das kann manchmal voll in die Hosen gehen. Wenn doch, es gibt halt da manche, die glauben, sie müssen sich selber dermaßen profilieren und alle anderen sind ihnen wurscht. Das ist halt dann bei einer Band schon sehr problematisch. Das Schönste in einer Band ist, wenn wirklich alle gleichwertig aufeinander eingehen, was ich schon zwischendurch vorher erwähnt habe. Einfach sich das Herz nehmen und dem anderen zuhören. Mhm. Was sehr wichtig ist, und das habe ich sehr schnell gelernt beim Georg, einfach zu hören,
was er singt, das auch, um das auch dann musikalisch mit der Band umzusetzen. Ja. Einfach an so einen schönen Teppich geht, dass man genau richtig in die Leute reinkommt und sich die Leute zur Brust nehmen kann. Das bedarf schon eines Eingehens auf den anderen, einfach dem anderen zuhören. Es fängt an, dass der Schlagzeuger hört, was der Bassist spielt, dass der Gitarrist hört, was der Schlagzeuger und der Bassist miteinander spielen, ja, und der Keyboarder, und dass das Voicing untereinander stimmt. Und dann natürlich kommt dann der Chorgesang auch noch dazu. Also es sind so viele Momente, die mitspielen, wo dann unterm Strich auf einem, wo es rauskommt, das ist eine gute Band oder das ist eine schlechte Band. Ja. Das heißt, dass ich das Rezept jetzt wirklich weiß, weil wenn ich das wirklich wüsste, würde ich wahrscheinlich ganz woanders dastehen. Aber es gibt in Österreich genug gute Bands und gut, auch junge Bands. Und das hat natürlich auch mit meinem Alter zu tun. Da kommt eine gewisse Routine dazu. Und ich bin immer sehr lernbegierig. Ich bin noch immer wie ein Schwamm. Ich bin für jeden Denkanstoß bin ich dankbar. Wenn mir ein Kollege was sagt, oder willst du das nicht so machen oder so. Und ich komme von mir auf so, na, genau, das ist, war genau das, warum ist mir das nicht selber reingekommen? Und dann bin ich aber sehr dankbar drüber. Und das ist einfach, und das ist aber in jedem Beruf so. In dem Moment, wo du mit mehreren zusammenarbeitest, ist das Wichtigste, dass der Teamgeist stimmt. Dass jeder bereit ist, offen für die Argumente von anderen, damit das ganze Werkel dann wirklich miteinander funktioniert. Ja, genau, das heißt, das Geheimnis liegt eigentlich in der Beständigkeit und im Optimalfall in derselben Besetzung über Jahre zusammenspielen, dass das sozusagen gemeinsam so eine Energie entwickelt. Ja, und bei mir ist es noch dazu so, ich in diversesten Formationen spiele, mit diversesten, viel verschiedenen Kollegen, wo ich dann sehr schnell gelernt habe, sehr schnell auf den anderen einzugehen, sehr sattelfest bin und auch, was sehr wichtig ist, auch immer vorbereitet hinkommen, damit man nicht erst nur einmal die Formen erarbeiten muss, weil die Form von einem Liedl ist. Außer man kreiert was ganz Neues miteinander. Das dauert natürlich dann schon länger, was auch ganz eine spannende Geschichte ist, wo jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, damit eben das oder das andere Lied auf einmal ganz neu entsteht. Ja, wir haben mit Georg, wie ich angefangen habe, haben wir nach dem Hammelka haben wir eine komplett andere Version von mir angeboten. Da habe ich zum Gegenteil gesagt, pass auf, ich zeige dir mal, wie man das auf ein bisschen anders und auf ein bisschen moderner, weil das ist ja doch, das nicht vergessen, nicht aus den 70er Jahren. Ja. Und wir haben damals im 95er haben wir angefangen miteinander zu arbeiten und ich ihm dann angeboten habe, dass man das, weil er wollte das Lied schon nicht mehr spielen. Ja. Und ich habe gesagt, pass auf, Georg, wir biegen das Lied jetzt so hin, wir werden das jetzt so arrangieren, wir zeigen, das macht auch Spaß. Und das ist, wieder so aufgegangen. Und er hat sich wirklich wieder gefreut, dieses Lied zu spielen. Super, ja. Es gibt ja diese Phänomene, dass Leute, die irgendwie einen Hit gehabt haben, dann immer nur auf diesen Song reduziert werden und immer wollen sie alle nur den Hit hören. Geht es dir da auch noch so? Kommen die Leute, der Uli Bär, der Durst springt mich um? Es ist gerade, weil du den Durst ansprichst, es gibt natürlich schon manchmal Leute, die auf mich zukommen und sagen, da wird ja das Lied nicht schon am Arsch. Tut es nicht. Weil ich habe diesem Lied, das muss ich ja zugeben und das gebe ich gerne zu, ich habe dem Lied sehr viel zu verdanken, weil ich diesen berühmten Fuß in die Tür reingekriegt habe. Okay. Das war mein erster Hit. Na, da hätte ich mich selber ins Knie ficken, wenn ich es nicht mehr spiele. Ja, es gibt ja auch internationale Größen, die sagen, ich spiele dieses Lied nicht mehr. Das finde ich nicht mehr würdig. Warum soll ich ein Publikum vor den Kopf stoßen, die der Durst war ein Teil meines Lebens und ich habe dem Lied sehr viel zu verdanken. Ja, da war ich ein schöner Trottel, wenn ich es nicht spielen tät, wenn es die Leute erwarten. Weil dazu kommen ja die Leute in ein Konzert oder zu einem Auftritt in einem Club oder wo immer auch. Nicht nur, dass ich jetzt die Lieder eindrucken will, die mir gefallen, sondern du musst ja das Publikum bedienen, dazu bin ich ja auch da. Also insofern habe ich überhaupt kein Problem, ein Lied zu spielen, das ich geschrieben habe, ist im 77er Jahr und ein Hit ist im 80er Jahr geworden. Und ich spiele es 2014 wahrscheinlich auch noch, wenn ich lebe. Und ich werde es bis an mein Lebensende spielen, weil meine Güte, abgesehen davon stimmt es ja, ich lebe ja noch. Der Durst hat mich noch nicht umgebracht. Super, da ist der Beweis. Uli, was man immer wieder auch so hört, ich meine, das sind immer so Gerüchte, aber so A3-mäßig, dass selbst die Band dann teilweise mit dem Protagonisten gar keinen so wirklich Kontakt hat, dann abseits der Bühne, stimmt dieses Gerücht, oder? Ich habe den Reinhard gesehen im Juni vor einem Jahr am Grazer Stadtfest. Es ist natürlich durch die Intensität
der Arbeit, die ja jeder hat, auch der Wolfgang und auch meine, was meine Person betrifft. Ich bin mit dem Arsch auf so viel Kindern unterwegs, dass ich eh kaum daheim bin. Und das doch, da freut man sich dann eh immer wieder, wenn man sich doch durch einen blindwütigen Zufall wieder über den Weg rennt. Der persönliche Kontakt in dem Sinn, ja, ist natürlich ein bisschen, man hat sich aus den Augen verloren. Weil, wie gesagt, wir haben das letzte Konzert, also das offizielle, das Austria 3 Konzert war 2006 in Altersried in Deutschland im Juli. Den letzten gemeinsamen Austria 3 Auftritt hatten wir, ich glaube es war der 16. April 2007. Mhm. Das war das letzte Konzert, das war das vorletzte Konzert von Georg, weil das letzte haben wir dann noch zu viert in Berndorf gespielt und er ist ja dann kurze Zeit später am 21. Juni verstorben. Und, aber am 16. April, wie wir in der Stadthalle in Georg sein letztes Konzert gespielt haben, das ja auf und manchmal kann es auch regnen, heißt die CD. Mhm. Da haben, also hat Austria 3, also zumindest die drei mit der Georg, damaligen Georg Danzer Band noch einmal miteinander gespielt. Mhm. Man merkt auch, das berührt die nach wie vor unglaublich, ne, die Geschichte mit dem Georg Danzer. Du, ich hab's, ich sag's, ist ja jedem, auch ich hab letztens mit dem Rudi Dolitzer ein Interview gehabt, der mir eigentlich, der meinte, dass man irgendwann mit der Trauerarbeit doch abschließen sollte. Das muss man schon mir überlassen. Wie weit man das noch immer tut. Na, also, das, ich finde es ja eh eigentlich total berührend, dass es dich nach wie vor so berührt, weil das spricht ja für eine unglaubliche Freundschaft, die ihr offenbar gehabt habt. Ne? Also, ich meine das in keinster Weise negativ. Nein, ja, ich denke sehr gerne, ich denke sehr viel an ihn. Das sind immer, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht an ihn denke. Noch dazu, wo ich, wenn ich ja sehr, ich habe ja zum Beispiel die Boys von Herrn Neuss, die ich sehr, vorher erwähnt habe, da gibt es eine Sprachefroh-Version, da spielen wir dazu zwei, das sind die Gebrüder Ulrich, das sind der Uli Winter und meine Wenigkeit. Wir sind also nicht verwandt, sondern wir haben uns einfach Gebrüder Ulrich, nennen wir uns, wenn wir beide den gleichen Vornamen haben. Und gerade in der Konstellation versuche ich einfach immer mehr Georg Danzer Lieder auf meine eigene Art und Weise zu interpretieren. Und das mache ich mit sehr vielen Leuten. Wo ich, also ich spiele in sehr vielen Duo-Formationen. Ja. Ich war mit dem Harry Brix, der leider letztes Jahr auch verstorben ist, den konnte ich auch überreden, dass wir etliche Georg-Nummern miteinander spielen. Mit Freddy Brix, mit seinem Bruder, mit dem Harry Brix, mit dem ich jetzt spiele, spielen wir etliche Georg. Also ich spiele mit Joseph Gillitz, der aus dem Mostviertel ist. Also ich versuche in allen Formationen, in denen wir spielen, ich spiele auch bei die drei. Ich weiß nicht, ob die was sagen, es ist eine Coverband, ja, habe ich gehört, ja. Die sich also den Luxus manchmal leisten, die original Austria 3 Band live zu engagieren. Na, geilerweise spielen wir da auch sehr viel Georg Danzer Nummer. Ich spiele bei Austria Pur von Michel Morgen. Also dann spiele ich bei sehr vielen anderen Sachen, ich spiele zum Beispiel bei der Remember Elvis Band, mit Richard Nagy, der ein sensationeller Elvis-Sänger ist. Und Gott sei Dank das macht, nicht das macht, was die meisten Elvis-Imitatoren machen, dass sie wirklich versuchen zu imitieren, nämlich jetzt von der Optik her, sondern er geht ganz lässig auf und singt. Ich spiele jetzt am 9. Juli mit dem Dennis Jail. Also es kommen immer neue Kontakte dazu und ich freue mich immer wieder, wenn ich habe vor zwei Jahren, also das ist jetzt, nein, drei Jahre ist es ja, das erste Mal mit Rudi Steger gespielt und mit dem ich jetzt auch regelmäßig spiele, mit der Schlagzeuglegende war, der bei Acid war. Vor drei Jahren sage ich jetzt zu mir, Rudi, ja, so lange haben wir Ton gebraucht, dass wir endlich einmal auf einer Bühne miteinander spielen. Und das hat sich daraus eine herrliche Freundschaft ergeben. Wir spielen jetzt auch regelmäßig mit Hannes Jaritz, mit Herbert Nowacek, der auch eine Legende ist, wieder bei den Untouchables spielt, ja. Wo der Uli Winter mitspielt, der mit mir spielt. Also es ist ja alles, es verzahnt sich alles und es ist unheimlich schön, dass die Szene so toll funktioniert. Ja, ich finde es auch super, dass du da irgendwie einfach auch irgendwo, ich sage mal unter Anführungszeichen, alles mitmachst, weil das spricht dafür, dass du Musiker mit Leib und Seele bist. Ich habe auch keine Berührungsängste. Ja. Es gibt natürlich schon, ich habe... Wo hört es auf zum Beispiel? Bei dir? Na ja, wenn es mir nicht taugt. Ja, okay. Du, wenn ich mit, und das ist mir auch schon passiert, wobei das ja nichts Negatives ist, halt, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er in der Liga spielt, in der ich bin. Aber wenn das geht bis zu einer gewissen Schmerzgrenze, geht's. Aber wenn ein gewisser Punkt erreicht wird, wo ich sage,
das wird nicht mehr zum Kram, sage ich, du weißt was, lassen wir es. Weil ja. Es ist das, da bleiben wir, so wie bei einer Beziehung oder bei einer Ehe, wenn man auseinandergeht, dann lass uns Freunde bleiben, ja, weil so ja. auf die Art und Weise, weil es soll schon Spaß machen. Ja. Mir natürlich speziell. Und es macht mir dann Spaß, wenn man überhaupt zu zweit. Das sind immer so die intimen Momente, wo, weil da gibt es Spiels ohne Netz und ein Bund, da gibt es kein Limmen und kein Verstellen. Da sitzen zwei mit, meistens eh mit der Gitarre dort und spielen. Und da gibt es kein Verstellen oder was. Ja. Wenn du natürlich mit einer Krawalltruppe spielst, mit Schlagzeugern, da kannst du ja ein bisschen was kaschieren, wo einer, der eine oder der andere ein paar Schwächen hat, wo ich dann sage, pass auf, weißt du, da zusammen, oder wo man sagt, okay, das nehme ich noch in Kauf, wenn das teilmäßig, oder wenn sich einer verspielt und ich mir mein Leben oft verspielt. Und das tue ich heute, um Gottes Willen, wenn das noch nicht mehr drinnen ist. Dann sage ich immer, glauben Sie auch nicht, wenn Sie vor sich haben. Super. Stilistisch bist du eigentlich, also wenn ich beobachte jetzt immer auch auf Facebook, du postest ja manchmal auch wirklich Sachen, die dich in dem Moment, glaube ich, berühren, die du gesehen hast. Bist du eher Rocker, glaube ich, oder? Sehe das so richtig? Naja, ich komme. Schau, ich bin aufgewachsen. Ich bin so ein typisches 68er Kind. Ich bin aufgewachsen. Damals gab es ja diese initiierte Rivalität, die ja eigentlich nie vorhanden war zwischen Beatles und Rolling Stones. Okay. Ich war, und das sieht man, ich werde immer Keith Richards Fan sein, und ich war damals waren die Steiner für mich, die Götter. Mein erste Single war I Can't Get No Disinfection. Die habe ich heute noch daheim. Meine erste Langspielplatte war From Nowhere The Trucks. Mhm. Wo sie stehen in irgendeiner Höhle mit diesen schönen gestreiften Anzügen. Meine erste wirkliche Wahnsinnsband war Cream. Wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten. Das hat mich dermaßen da geschlagen, wenn man denkt, das ist meins. Natürlich Eric Clapton, der heute noch zu meinen großen Vorbildern zählt. Johnny Winter, Billy Gibbons. Ich komme also vom Blues, vom Rock'n'Roll und natürlich, was über allem steht, österreichische Musik, also wollen wir es doch Austropop nennen, da bin ich ziemlich sattelfest. Da kann ich quer durch den Gemüsegarten so ziemlich alles. Mhm. Nur ist es manchmal sehr spannend, wenn man dann mit diversen Bands oder Kollegen zusammenkommt, die Hitte, die ja schon Hitte waren, plötzlich auf einmal umarrangieren wollen oder auf die Formen ändern wollen, wo ich dann immer sage, Burschen, warum hat sich ein Little, das erwiesenermaßen total funktioniert hat, komplett ummodeln, nur weil ich fade im Schädel ist. Ich weiß nicht. Aber ich nehme auch das in Kauf, weil solange österreichische Musik gepflegt wird und speziell live, und das ist für mich so das Wichtigste, weil deswegen pfeife ich auf dem Rundfunk und auch aufs Fernsehen, solange wir Musiker live spielen können und das Interesse für unsere Arbeit, für die österreichische Musik, solange das Interesse da ist und es ist da, mehr will ich nicht sagen. Solange kann nichts schief gehen und das, ich sehe es ja, ich meine, da sind wir ja Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, live zu spielen. Man darf sich halt nicht zu gut sein, weil man kann nicht jeden Tag in der Stadthalle spielen oder im Konzerthaus. Ja, man muss ja manchmal die Mühe machen, in einen kleinen Club gehen, weil das ist genau die Knochenarbeit, die man auf sich nehmen muss, um dann wirklich zu bestehen. Ja. Weil wenn ich heute von 40 Leuten bestehen kann, eine 40.000 Menge, die ist für mich überhaupt kein Problem. Ja. Weil wenn ich einmal schon 40.000 Leute dort habe, dann kann ich mal so einen Krapfen hier auch machen, wird es einer wurscht sein. Ja, die sind nicht da. Und wenn sie nicht hätten können, dann, du musst einmal auch anfangen, eine kleine Menge an dich zu binden, die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass der Tipp am Axel zuhören, weil dann habe ich jede Chance bei einer größeren Audience, habe ich dann kein Problem mehr damit. Ja, weil der sich dafür nichts zu schade sein. Das ist einfach, und immer sich dessen bewusst sein, wie schön es ist, Musik zu machen, wie schön es ist und wie man das Herz aufgeht, wenn du merkst, die Leute horchen dazu und du kannst das zur Brust nehmen. Ja. Das schönste Erlebnis. Naja, also, weil was Schöneres gibt es. Also, es gibt nicht viel, was viel schöner ist. Ja, das sagen wir jetzt wieder nicht. Ne? Nein, ich rede nicht. Aber man merkt bei dir auch, der Deutsche, also generell das Wienerische ist da sehr wichtig, glaube ich. Ja, ich bin auch Urwiener. Das sehe ich an den Songs dann. Englische Sprache wäre wahrscheinlich kein Thema gewesen, oder? Ich spiele zum Beispiel bei Löwen jetzt manchmal mit einem Betzfredl, der früher mit dem Bildfeld gespielt hat, der bei Tradewabel spielt. Okay. Wo der Sigi Meier mitspielt, ein Schlagzeug.
Gott für mich, mit dem ich immer froh bin, wenn ich mit dem spielen darf. Oder singen wir auch sehr viele Sachen in Englisch, wo wir jetzt vor ein paar Monaten haben wir Jimi Hendrix Night gemacht, letztens haben wir gespielt im WUK, überhaupt ein bunt gemischtes Beatprogramm, also 60er, 70er über, wo also alle Klassiker eben aus diesem Rock'n'Roll und Blues-Genre kommen, wo man auch in Englisch singt, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe heute mit Englisch kein Problem. Ganz im Gegenteil, ich habe das meiste, was ich heute in Englisch kann und dass ich Englisch sprechen kann, habe ich eigentlich durch die Rockmusik kennengelernt. Mhm. Weil im Englischen, und ich war in der Mittelschule war ich nicht so schlecht, aber das meiste, was ich heute kann, habe ich nicht im Unterricht gelernt, sondern habe ich gelernt, indem ich mir Texte runtergehurcht habe oder angeschrieben habe und die Texte auswendig gelernt habe. Und da lernt man schon Englisch dabei. Ja, es ist auch aber es ist natürlich meine Mutter, also unsere Muttersprache und im konkreten Fall der Wiener Dialekt ist natürlich am nächsten. Drum singe am liebsten, so wie man der Schnabel gewachsen ist. Ja, so wie da kann man sich, glaube ich, am besten ausdrücken. Und so kannst du am besten ausdrücken. Und gerade der Dialekt, das muss jetzt nicht der Wiener Dialekt, kann der Steirische oder der Tirolische sein, aber ich spiele jetzt nächstens im Juli spiele ich mit Toni Knittel, mit den Burschen, spiele ich im Lechtal. Echt? Und das ist einfach, der österreichische Dialekt in allen seinen Facetten, in allen Nuancen, eignet sich für Pop und Rock und Bluesmusik unheimlich gut, weil er unheimlich rund ist. Ich kann sehr wohl Hochdeutsch sprechen, nur ich muss ja nicht. Ja. Aber es ist einfach, es ist also gerade was Musik betrifft und was das Singen betrifft, ist der Dialekt, kommt dem Englischen, was ich glaube, am nächsten. Weil du, das ist schön aus. Man nimmt zum Beispiel die ganzen Coverversions, die der Kurt Ostbahn gemacht hat, ja, oder der Willi Resetarits gemacht hat, die er größtenteils der Günther Brödel damals noch geschrieben hat, ja, und geklebt hat. Der ein unheimliches Ohrwaschel gehabt hat, einfach auch von der Sprachmelodie die Texte so zu übersetzen, dass sie fast wie das Original gelungen haben, nur eben in unserer Muttersprache. Ja, Wahnsinn, und das ja ist natürlich, da ist der Dialekt einfach, liegt einfach unheimlich nahe, dass es so umsetzen zu können, näher als zum Beispiel Hochdeutsch, es klingt unheimlich eckig und kantig. Obwohl es natürlich schon jetzt auch bundesdeutsche Interpreten gibt, auf die ich unheimlich stehe, ob es jetzt der Udo Lindenberg ist oder der Grönemeyer ist oder wie immer, oder die Ärzte sind oder Rammstein. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Wenn du bedenkst, Rammstein spielen in Amerika und singen dort Deutsch. Ja, Wahnsinn, ja, unvorstellbar. Oder Kraftwerk haben zwar seinerzeit auch versucht, ihre Hitte, die sie hatten, ins Englische zu übersetzen, aber die Leute in England und in Amerika wollten die Originale, die deutschen Originale ja hören. Und das finde ich faszinierend. Das Coole bei Rammstein ist, dass die Amerikaner mitsingen, sogar, obwohl sie ja wahrscheinlich zum Großteil gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Ne? Wo das, was manchmal sehr gefährlich ist. Ich meine, ich habe Rammstein zweimal gesehen und mir taugen sie als Rock, also als Rock, weil das ist für mich eine Mörderband. Es ist noch manchmal eine ganz gefährliche Geschichte, die in ein Eck eine zu wandern, also wo manche Leute die Band in ein Eck einsiedeln, wo ich sie eigentlich nicht haben möchte. Aber das möchte ich jetzt auch nicht kommentieren. Politisch betrachtet. Ja, bin sicher politisch betrachtet, aber ich sehe diese Band nicht so sehr im rechten Lager. Die werden dann manchmal einedividiert von gewissen Kreisen, was ich ja gar nicht so fair finde, weil ich glaube, die Burschen wollen das gar nicht. Mhm. Aber ich habe sie damals gesehen in Wien, in der Stadthalle, als Vorband Apokalyptiker, zum Schluss haben sie dann miteinander gespielt. Das war ein Mörderkonzert. Mhm. Also, da kommt ein Macht, damit der verstehst du so tut und schaust wie Autobus. Wie man so schön sagt, dann zieht er einen Scheitel. Ne? Na, war alles. Ich glaube, das war ein hervorragendes Schlusswort. Uli, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ganz toll mit dir zu plaudern. Es sitzt ja wirklich ein Stück Geschichte neben mir. Ich bin richtig stolz, ja, ehrlich gesehen. Ich finde immer so, es amüsiert mich immer, wenn ich jetzt schon, also wie du sagst, eine lebende Legende, ich lebe noch, das ist ja das. Oder was noch manchmal witziger ist, wenn man mich als, und viele in meinem Alter Kollegen, als Dinosaurier bezeichnet, das stimmt ja nicht, wir sind noch nicht ausgestorben, wir leben. Jawohl. Rock'n'Roll! So muss ein Schlusswort lauten. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen und ich möchte euch wie immer traditionell bitten, abonniert unseren Kanal. Es gibt immer wieder spannende Leute aus der Musikszene. Wir freuen uns über eure Klicks. Bis bald und macht's gut. Uli, danke. Keep on rocking! Aus der Pop forever! Jawohl. Tschüss.